Das fantastische Element ist bei ihm also überwältigend. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu, denn man kann dabei so viel lernen, so viel erfahren. Dieser Mensch ist etwas Besonderes, weil er etwas Besonderes kann. Aber es hat auch damit zu tun, dass er auch eben eine so vielseitige Begabung hat. Wir kommen aus einem sehr ähnlichen Milieu, aus einem ärmlichen Arbeitermilieu, auch aus diesen Arbeiterbezirken, Otterkring und Hernals. Er fliegt ja halt um die Welt, nicht? Auch das kommt noch dazu. Er ist doch da und dort und da. Auch das ist ja, braucht man Kondition, unwahrscheinliche Kondition. Man liebt so, wie er ist, ohne an ihn heranzugehen und zu definieren, was meint er, was sagt er, warum zeigt er das so. Ein genialer Mensch, ein gefragter Mensch, der eigentlich künstlerisch so viel schaffen will und vielleicht ihm fällt schwer, Nein zu sagen. Ich fange irgendwo an, denke mir, ich mache gerne zeichnen. Das geht ja da weiter, das ist ja eigentlich viel größer. Da ist ja dieser Raum, Moment einmal, dann wird dieses hineingesetzt in einen größeren Bogen. Man muss sich vorstellen, dass das Gerät ja doch immerhin 1400 Quadratmeter an Fläche aufweist, die bemalt werden mussten. Es ist ja der größte Fuchs weltweit, wenn man so sagen kann. Nun, wir haben natürlich, dass uns viele beneiden, viele Österreicher, Europäer beneiden, dass wir das größte Kunstwerk von Professor Fuchs besitzen. So viel Quadratmeter Fuchs hat keiner zu Hause. Wir in St. Veit haben das. Aber das Prunkstück des Hauses an und für sich ist unser großer Festsaal, der sogenannte Andromeda, der das größte Gemälde von Professor Fuchs mit über 120 Quadratmeter innehat. Also auf das sind wir sehr, sehr stolz. In dem Sinne ist es so, wie wenn man durch ein Schlüsselloch in einen Raum schaut. Und man sieht etwas, denkt sich, hey, und was ist denn da links und was ist denn da rechts und was ist denn da oben und da unten und so weiter. Nicht? Und dann möchte man in die Tiefe gehen und dann macht man die Tür auf und dann sieht man mehr, dann macht man noch mehr Türen auf. Man betritt eine große Bilderwelt. Am 13. Februar 1930 in Wien, Ernst Peter Paul Johannes Fuchs. Professor war überhaupt mein erster Name. Ich bin natürlich, weil ich am 13. Februar geboren bin, ein Wassermann. Ich bin überzeugt davon, dass das gesamte Universum einen Einfluss hat auf jedes seiner Wesen. Denn jedes Wesen muss notwendigerweise mit dem ganzen Universum ewig verbunden sein, da ja nichts hinzukommen kann und nichts wegkommen kann. Also bin ich sogar überzeugt, dass das Universum die individuelle Erfindung jedes einzelnen Wesens ist. Ich glaube an ein ewiges Leben. Ich bin überzeugt, dass das Leben weder Anfang noch Ende haben kann, weil das Sein unteilbar ist. Es gibt nur ein Sein, das dem Nichtsein gegenübersteht. Und aus diesem Sein kann sich nichts lösen, denn dann wäre es ja ein Nichtsein. Als Halbjude kennt er die Bibel fast zur Gänze auswendig. Er kann also die ganze Apokalypse vom ersten Vers bis zum letzten Vers auswendig und kann also zu allen Bildern die entsprechenden Bibelzitate sagen. Aber das war nicht nur auf die Bibel beschränkt. Ich habe also auch die Reden Buddhas gelesen zu dieser Zeit und mit 14, 15 mich allgemein für Religionen interessiert, auch für die Lehre der Sufis, also für die nach Mohammed kommenden Mystiker, also Jalaluddin Rumi, die ganze arabische Dichtung, auch natürlich für Goethes westöstlichen Divan, alles das, was also in diesem Sinne, würde man sagen, oberflächlich religiöse Schwärmerei war, habe ich mich sehr interessiert. Fuchs ist ein tief religiöser Mensch, selber auch ein sehr tief betender Mensch. Puh, das ist so ein Wort, religiös. Ich fühle mich verbunden. Religio heißt Verbindung. Gut, ich glaube nicht, dass ich so viel entscheide, wie ich gerne glauben möchte. Aber manchmal kommt mir schon auch mein Leben so vor, als würde es nicht ich sein, der da Regie führt.
Ich schätze, ich war damals so 7, 8 Jahre alt. Wir waren viel so als Bande unterwegs in Nawaldeck, Dornbach. Aber ich war eigentlich nie ein richtiger Gassenbub, obwohl ich mich ja bemüht habe, es den anderen gleich zu tun in dem, was halt so das Leben der Gassenbuben ausmacht. Aber es war irgendwie nicht, es war nicht mein Bier, wie man sagt. Das war nicht so, ich habe das nie so richtig kennen. Hinkende, Bucklige nachzuahmen und hinter ihnen herzuschreien, Buglata, Teppata, oder was weiß ich, Rossknädeln bei der Hausmeisterin in die Wohnung zu buxieren. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht so viel Spaß gemacht wie meinen Freunden. Ich bin lieber gesessen zu Hause und habe Schiffe gezeichnet. Segelschiffe, Dampfer. Na, mich hat eigentlich immer die Kunst der Abbildung und der Darstellung von Fantasiegebilden interessiert. Mit 9 Jahren, ja, habe ich mir schon gedacht, das wird wohl mein Beruf sein. Maler, Bildhauer. Meine Eltern haben das sehr unterstützt. Sehr. Die haben schon auch erkannt, dass ich zu was anderem nicht wirklich tauge. Ich war ja wirklich bei Gott kein Vorzugsschüler. Ich war schrecklich. Ich bin so ungern in die Schule gegangen. Ich habe die Schule richtig gehasst. Ich war in einer Schule und war dort bekannt als der beste Zeichner natürlich. Und da war ein Mitschüler, der hat gewohnt in einem Waisenhaus oder einem Kinderheim zusammen, eben mit dem Ernst Fuchs, den ich ja nicht kannte. Und der ist gekommen eines Tages und hat erzählt, da gibt es bei uns einen, der zeichnet viel besser als du. Das war ein schreckliches Erlebnis, darum merke ich mir es bis heute. Und am nächsten Tag hat er mir gebracht, einen Cowboy gezeichnet. Ich bin umgefallen. Der Fuchs war ein Wunderkind. Nicht? Ich habe dann einen Indianer gezeichnet, habe ihm das geschickt und das hat wahrscheinlich schon auch eingeschlagen. Ich habe ihn nie kennengelernt als Kind, nur wir haben uns einige Male Zeichnungen geschickt. Und später, gleich nach dem Krieg, bin ich an die Akademie, 16-jährig. Und da war auch ein Jüngling, 15-jährig, nicht? Mit kurzen Hosen und so dünnen weißen O-Beinen. Der ist da hinaufgefetzt über die Stiegen und hinuntergerannt und war überall zu sehen. Und den habe ich kennengelernt. Und nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass das eben dieses Wunderkind ist, dieser Ernst Fuchs. Fuchs war ja ein Frühvollendeter. Fuchs hat gezeichnet mit 15 Jahren. Wie ein Meister. Er war auch in der Akademie, wo er war, war er den Lehrern unheimlich. Weil was wollten sie dem Fuchs beibringen, wenn er so schon so gezeichnet und gemalt hat? Hat mit 17 schon diese unwahrscheinlichen Bleistiftzeichnungen gemacht und hat enorm ausgestrahlt. Der Fuchs war eigentlich mit 17 schon ein Lehrer. Er hat immer wieder angezogen Schüler und Fans, die von ihm profitiert haben.